Wie bringe ich nachhaltige Forstwirtschaft und Naturschutz unter einen Hut? Geht das? Ich glaube, die Antwort ist sehr klar, ja, es geht. Aber zur Beantwortung möchte ich ein bisschen zurückgehen und sagen, wir sind ja nicht nur in einer Klimakrise, die wir bekämpfen müssen, sondern auch in einer Biodiversitätskrise. Wenn man sich die Zahlen anschaut, die weltweiten Tierbestände im Wald haben die letzten 30 Jahre um 70% abgenommen. Und da reden wir noch gar nicht vom Insektensterben, obwohl wir wissen, dass da die Zahlen wahrscheinlich noch viel dramatischer sind. In Österreich schaut es eigentlich auch nicht so viel besser aus. Da haben wir seit 1970 ca. 50% der Wirbeltierbestände verloren. Das heißt, wir müssen beide Krisen bewältigen. Daher glaube ich, es braucht sehr kluge Strategien, einen Mix aus verschiedenen Strategien. Da wird Bioenergie eine Rolle spielen, aber da wird auch eine umfassend nachhaltige Waldbewirtschaftung eine Rolle spielen. Für den WWF ist natürlich da wichtig, dass Strukturen wie Totholz und Altholzinseln dort eine Rolle spielen. Aber ich glaube, overall sozusagen ist das Schlüsselwort Gemeinsamkeit. Gemeinsam eine Lösung finden und Naturverträglichkeit schaffen. Ich bin in einer Mietwohnung, das heißt, da habe ich wenig Einfluss auf eigentlich das Heizsystem, leider, weil ich habe eine Gastherme.